Okay. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht sollten wir uns ein weiteres Mal um das Geschehen an der Oberfläche kümmern. Vielleicht sollten wir aber auch erst noch etwas verbessern. Hier zum Beispiel. Das hier, die Brauerei und den Eisenpelz gleich noch dazu. Sehr gut, sehr schön. Unsere Armee wächst, sollten wir uns auch um mehr Essen kümmern. Und wo wollen wir die Brauerei eigentlich hinbauen? Wie wär's hier? Hier drüben. Deck können wir auch noch mal ausbauen, damit unsere Leute immer genügend Platz haben. Ach nee, hier wollte ich ja die Farm. So. Hier Farm, dort Versteck. Grabt! Grabt schneller, ihr Maden! Bald wird die Brauerei Form annehmen. Wie viel Platz braucht eigentlich so ein Braukessel? Auch 3x3. Sollen wir? Und? Das war ein Schnodderling. Und jetzt? Ah, jetzt sind hier erstmal wieder Eindringlinge am Werk. Sollte echt mal anfangen, hier Fallen aufzubauen, aber dazu muss ich die erst noch erforschen. Also, die haben hier zwar keine Camps auf dieser Map. Anscheinend, aber dafür tauchen Zigaretten regelmäßig auf. So kann ich den jetzt eigentlich so? Ja, das geht auch trotzdem noch. Sehr schön. So, jetzt reicht's ja aber mal. Mach euch die Hölle heiß. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Fallen. Dazu brauchen wir aber erst die Tüftlerhöhle. Noch vorher will ich erstmal diese leicht unterdimensionierte Brauerei ausbauen. Denn ich habe sie um eine Zeile zu schmal gebaut. Sonst könnte ich jetzt gleich noch einen zweiten Braukessel reinbauen. Also, Schnodderlinge, an die Arbeit. Na, probieren wir erstmal. Oh, Massenhaltung abgeschlossen. Seht, das passiert mit euch, wenn ihr nicht fleißig genug arbeitet. Also merkt euch, ranklotzen. Oder im Höllenschlund verschwenden.
Vor allem sollten wir uns mal darum kümmern, einen weiteren Ort des Bösen einzunehmen, würde ich mal behaupten. So. Ihr kommt hier mal allesamt mit. Du hier. Max, kommst mit. Katy Perry, Kat Paris, Talia. Skelettbande, die Zombiebande. Los! Zeig den Leuten an der Oberfläche, wo, was ein Hammer ist, wo der Hammer hängt. Wie auch immer. Ja. Geduld, Geduld, meine liebe Talia. Wie ist der von dieser Ort des Guten? Oh, sind wir jetzt gerade mal in Hobbingen gelandet oder wie? Im Auenland? Nun, Auenland oder nicht, bald wird es gleich nicht mehr so beschaulich sein. Sobald wir mit diesen Steinwächtern und Bären fertig geworden sind. Zum Angriff. Und wo ist das Zeug jetzt? Erstmal zurück zum Dungeon. Ja, ich merkte bereits. Warum konnte ich jetzt zuerst? Ha, schaut mal hinter euch. Überraschung. Ja. Der Tauchentini, wo sind die jetzt? Ah. Ich auch nicht unbedingt. Danke. So, nachdem wir jetzt mehr Bösartigkeit ernten. Hier noch. Das noch. Ein Lektorium. Wo errichten wir ein Lektorium? Erstmal erweitern wir hier die Schatzkammer. Wir können ja hier noch weiter rüber gehen. Hier ist ja schon der Friedhof. Wir könnten hier das Lektorium bauen. Los, schneller graben! Ihr wisst, was euch sonst erwartet.
Leben noch alle? Ich meine, das sind unsere Kreaturen. Das ist gut. So viel haben wir jetzt noch nicht eingenommen. Das ist noch nicht so gut. Doch das absolut nicht geduldige Böse musste sich noch in Geduld üben, bevor es den Endsieg deklarieren konnte. Die Goldader wurde vollständig abgebaut. Das ist nicht so gut. Wir sollten weitere Goldadern ausfindig machen. Ah, doch hier haben wir die Diamantader, die unerschöpfliche. Könnte hier eine weitere Schatzkammer errichten. So gut, ein Lektorium. Das wohl noch mehr Platz braucht. So, einmal hier rum, einmal hier rum. Nachdem wir jetzt ein Lektorium haben, können wir auch fortschrittlichere Sachen erforschen. Beispiel das hier. Und bei der Gelegenheit uns auch gleich dieses Mana und Gold einverleiben, das hier lagert. Sehr schön. Mit dieser kleinen Erweiterung kann das Lektorium dann gleich auch viermal so viel erforschen. Hier dieses Gold. Dies lassen wir uns natürlich auch nicht entgehen. Das hier wurde gebaut. Sehr schön. Hier diese Schatzkammer. Mehr Kreaturen. Mehr für unsere Armee. Ja, das wusste ich bereits, Herr Zieler. Welche mehr Reichweite? Günstigere Wiederbelebung auch gut. So, jetzt haben wir kein Gold mehr. Och nö. Hat sie dich jetzt wieder allein an die Front gestellt oder was? Auch etwas dämlich. Kommt schon, schnappt euch dieses Gold. Dann baut ihr die Mauer wieder auf. Brauchen wir noch mehr Gold. Oh, ein Buch. Erhöhe die Lebenskraft. Cat Paris ist das. Cat Paris, die Zehe. Auch noch mitten im Dungeon, Herz. Na, was ist denn hier los? Hier los? Hier ist noch mehr Gold los, anscheinend. Ebenso wie hier. Gold. Noch mehr Gold.
Hier ziehen wir das Ausgegrabene wieder hoch, damit unsere Schatzkammer auch wieder eine ordentliche Wand hat. Oder besser gesagt, dass die Wand wieder dort ist, wo sie hingehört. Goldader, das ist höchst erfreulich. Höchstens erfreulich. Trotzdem sollten wir wieder mal die Oberfläche aufsuchen. Kommt mit, meine Schergen. Zeigen wir diesen Gutmenschen, was eine Hake ist. Zombies, Skelette. Hier steckt auch noch jemand. Mitkommen. Und du auch mitkommen. Also raus mit euch! Ja. Hier eigentlich irgend. Oh! Hier wäre ein Camp. Darum sollten wir uns dann auch noch kümmern. Aber erstmal kümmern wir uns um diesen Friedhof. Hier geht's aus der Map raus, da können wir dann eh nicht hin, erstmal. Rein können wir schon da reinkippen. Ja, ich weiß. Ich konnte jetzt gar nicht so schnell zum Dungeon zurück, als die hier angegriffen haben. Ah, komm. Da. Dungeon hat es halt angegriffen. Und die stehen da im Eingang rum. Acht sie nieder. Aber flott. Fehlschläge wird mit einer Expressreise jetzt in den Höllenschlamm bestraft. Und das wollt ihr doch nicht, oder? So, es regeneriert sich. Langsam, aber doch. Aber ich glaube. Hier. Regenerieren das Dungeon jetzt.
Scheinend sind die Mächte des Guten doch nicht so dämlich, wie sie immer tun. Ihre Streitmacht hierher schicken werden meine eigene draußen der Welt unterwegs ist. Bauen kann? Ah ja, die Tüftlerhöhle. Die Tüftlerhöhle, damit ich endlich mal Fallen bauen könnte. Also, bauen wir eine Tüftlerhöhle. Die hauen wir gleich hier rein. Na? Ach so, ich habe zu wenig Gold. Immer dieses Gold. Alle wollen Gold. Wieso mache ich nicht hier einen Durchgang ganz einfach? Dann könnt ihr das direkt rübertragen. So, ich schnapp mal diese Skelettbande und setz die in die Wachstube. Damit die zwischendurch auch was Nützliches tun. Hat mir hier im Kerker vor sich hin zu verwiesen. Ah. Sind Sie, da kommen Sie. Hier kommt euer Untergang. Ab in den Kerker mit euch allen. Das sind ja ganz schöne Horden. Dabei sind wir doch die Horde. Wieder ist mir eine Nager draufgegangen. Es reicht mir jetzt nicht dann. Vorher hatte ich jede Menge Gold in der anderen Map und jetzt? Soll ich den nicht angreifen, komme ich ja gar nicht zum Angreifen. Na, immerhin, diese Attacke wurde abgewehrt. Ich sollte vielleicht erstmal nicht weiter Gold für Forschung ausgeben. Falsches Menü. Ich wollte hier rein. Wofür könnte ich das hier noch bauen, das ich ja vorhin schon bauen wollte, aber mangels Kisten nicht tun konnte? Ja, mit euch. Da kommen meine Skelette zurück, wie schön. So, die Tüftlerhöhle muss noch warten. Auf mehr Gold. So viel zu finden, graben wir mal in diese Richtung. Ja schon etwas davon. Die sind ja gerade mal am Futtern. Platz ist hier noch genug, also ein Platz wäre noch frei. Hier im Versteck.
Vortex wäre auch noch Platz für zwei. Der Werkstatt wird fleißig gearbeitet. Der Brauerei wird gebraut. Sehr schön. Hier lassen wir gleich mal das Gold ausgraben. Etwas, das wir forschen könnten für nur Bösartigkeit. Oh, den Gobobot. Und die Fallen. So, dann können wir wenigstens hier mal. Warte, wie häufig greifen die hier an? Kommt, Kreaturen der Unterwelt, schlagt diese Eindringlinge zurück! Brauche ich ja noch das Tiefler-Maschinarium. Dann. Weil sich hier drin die Einheit nicht direkt befehligen können. Sonst würde ich Ihnen jetzt anschaffen, dass die die hier angreifen sollen erstmal. Jetzt reicht's mir aber. Alle von euch. Ja, die Skelette nicht. Jetzt sind da schon wieder welche. Wie soll ich raus in die Welt stürmen, wenn ständig Feinde reinstürmen in meine Dungeon? So. Aber ganz ehrlich, so häufig wie diese Angriffswellen hier auftauchen, wie soll man dann mal zurück angreifen? So, ich stelle euch mal hier vor den Dungeon hin, bis ihr alle geheilt seid. Dann glaube ich, sollten wir uns mal die Caps vornehmen. Dürfte mal nicht so schlecht sein. Nagas habe ich überhaupt aktuell nur zwei. Nur eine. Ich habe nur eine Naga. Das ist nicht gut. Heue ich gleich noch eine an. Eine neue. Ja, heute schicke ich auch noch zurück dazu raus. Armee, vorwärts! Dieses jämmerliche Camp ein. Aber hurtig.
Ja.